So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich dachte, ich gebe mal ein kleines Update zu mir. Nur positive Dinge, negative Dinge fangen mit C an und hören mit Rona auf. Ona, mit Ona hören sie auf. Und die nerven selbstverständlich. Und da wir uns da sowieso schon den ganzen Tag drüber aufregen, habe ich lange drüber nachgedacht, soll ich dazu mal wieder was sagen? Ich hätte auch eigentlich das Bedürfnis, weil wenn ihr ein Sprachrohr habt, ein großes, mit dem ihr potenziell reintröten könnt und es hören viele Leute, daraus entsteht auch so ein gewisses Bedürfnis, gerade wenn man einen Charakter hat, der einen dazu zwingt, gerne Zeug zu erzählen, dann besteht schon ein gewisses Bedürfnis, dass man auch zu weltbewegenden Themen, zu denen man zwar nicht wirklich was Qualifiziertes beitragen kann, trotzdem was beitragen möchte, weil man einfach das Bedürfnis hat. Ja? Aber ich habe da viel drüber nachgedacht und viel aufgenommenes Material hinterher wieder gelöscht. einfach weil es ist der Sache nicht dienlich. Ja, egal was ich zu Corona erzähle, ich bin halt selbst kein Fachmann. Ich bin der Meinung, auf genau die sollten wir hören. Das gilt auch für die Politik. Das dürfte die durchaus meiner Meinung nach häufiger mal tun. Hätte sie von Anfang an auch durchaus häufiger mal tun dürfen. Das sind so Aussagen, die werdet ihr von jedem wissenschaftlich Ausgebildeten wahrscheinlich zu hören bekommen, der in diesem Bereich irgendwie so ein bisschen denkt. Und da kann ich mich nur anschließen. Und mehr brauche ich zu dem Thema eigentlich nicht zu sagen. Ich persönlich gehöre inzwischen auch zu den geschädigten Berufen, sage ich jetzt mal, die ihrem Job nicht so ganz nachgehen können, wie sie das gerne wollten. Das ist natürlich für mich selber etwas doof. Das ist auch sehr schmerzhaft, wenn ich dann Touren absagen musste. Das musste ich ja jetzt. In der Notbremse steht nämlich tatsächlich auch noch drin, dass man keine Naturführungen mehr anbieten darf. Also mal abgesehen von der Personenbeschränkung, mit dem man unterwegs sein darf und die man treffen darf und so weiter und so fort. Und auch die Ausgangssperre steht da eben auch noch drin, dass man keine Naturführung machen soll. Gut. Das kann man jetzt für ausgemachten Schwachsinn halten, das tue ich auch, aber das steht da jetzt halt nun mal drin und es ist ja in der gesamten Corona-Historie ja auch schon bereits so gewesen, dass einzelne Berufsgruppen eben mehr leiden als andere. Jetzt gehöre ich halt persönlich auch dazu, muss ich mich deswegen jetzt mehr aufregen als vorher. Sagen wir mal so, ich versuche es nicht zu tun. Ja, ich versuche mich in einem normalen, durchschnittlichen Maß aufzuregen und versuche nicht mehr von Corona zu genervt zu sein, als ich es mir unter einem normalen, durchschnittlichen Maß vorstelle. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ich denke, so geht es vielen von uns. Jedenfalls kommen wir über die Runden, ist alles in Ordnung. Ja, also ist nicht so, dass ich jetzt demnächst hier Waldinsolvenz anmelde. Und vielleicht erinnert sich jemand, ich hatte mal ein Video, dazu gibt es eine lustige Hintergrundgeschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die erzählt hatte. Als ich mit dem Studium fertig war und dann gemerkt habe, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt das hat man uns ja damals so erzählt als Erstsemester, so, ihr studiert jetzt und danach steht euch die Arbeitswelt offen, da könnt ihr euch irgendeinen Job aussuchen, Berufschancen, super. Das hat man, weiß nicht, also ich habe inzwischen mitbekommen, dass man das gefühlt in jedem zweiten Studiengang wohl auch bis heute noch erzählt und es in den seltensten Fällen so tatsächlich zutrifft, beziehungsweise halt nur für die 10% Besten eines Jahrgangs oder 5% oder je nachdem, was das für ein Jahrgang und für eine Fachrichtung ist. Bei den Archäologen wird es einer sein. das ist ja auch so grundsätzlich ein unglaublich spannendes Studium, sicherlich. Also wenn man drauf steht. Man muss schon, glaube ich, drauf stehen. Aber find da mal einen Job hinterher. Oder auch Geschichte, Historiker. Ich meine, wo braucht man zum Geiern Historiker? Nehmen wir mal eine Firma, die ihren eigenen Historiker einstellt. Eher schwierig. Ja gut, aber jedenfalls, uns hatte man auch erzählt, ihr kriegt ja natürlich sofort einen Job, gar kein Problem. Und als ich dann der Realität ins Auge schauen durfte und festgestellt habe, naja, was Gutes ist jetzt nicht dabei, hat sich dann ja relativ schnell der lustige Drei-Stufen-Plan herausgebildet. Stufe 1, du schreibst jetzt mal viele Bewerbungen, vielleicht ist ja doch noch was Lustiges dabei. Und guckst mal, ob du nicht doch noch was Schönes findest, wo du genommen werden würdest. So, Phase 2, wenn das nicht klappt, du hast da doch so einen ganz kleinen, winzigen,
popligen YouTube-Kanal und es macht dir Spaß, den Wald zu erklären, heb dir das doch mal als Plan B für die Zukunft auf, ob man das nicht irgendwann mal zu irgendwas vielleicht brauchen könnte. Ne? Und dann gab es noch Plan C und dazu gab es eben mal, vielleicht erinnern sich noch zwei Leute, ich weiß es nicht. Aber ich hatte mal ein Video gemacht, da saß ich im Wald mit einem Pappschild auf dem und eine Tasse zum Geld reinwerfen, so als klischeehafter Obdachloser mit Pappschild und Tasse zum Geld reinwerfen. Natürlich ist das ein Klischee, klar. Ja, das war ja auch Absicht. Und hatte auf meinem Schild irgendwas stehen wie Deutschlands bestqualifiziertester Waldobdachloser. Wohlgemerkt Waldobdachloser. Ich will nicht behaupten, der bestqualifizierteste Obdachlose zu sein, sollte ich das mal werden. Und davon abgesehen, meine Frau hat da inzwischen auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, jedenfalls werfen sie 2 Euro in diese Tasse und erzählt ihnen mehr zum Wald, als sie jemals hören wollten. So in dem Stil. Und ja, das wäre Plan C gewesen. Und sollte das jetzt nochmal eintreten, jetzt Corona-bedingt? Nein, wird es nicht. Das war jetzt eigentlich der Grund, weshalb ich diese Anekdote nochmal rausgekramt habe. Und da muss man sich also keine Sorgen machen. Gerade dankenswerterweise auch, da ich ja nicht mehr alleine bin. Und wenn bei mir die Motivation fehlt, dann hat sie noch welche. Und wenn sie mal keine hat, dann gebe ich mein Bestes, ein halbwegs brauchbarer und möglicherweise manchmal ein kleines bisschen nützlicher Ehemann zu sein. Ja, aber das tun wir ja alle. Also diejenigen von uns, die Ehemann sind. So, ja, und das heißt, also man muss sich definitiv keine größeren Sorgen um mich machen. Stimmung schwankt natürlich ein wenig und es gibt zwischendrin auch mal wieder düstere Tage, aber die letzten Tage waren jetzt wieder ganz gut. Und ich darf einfach nicht versuchen, in den düsteren Phasen irgendwelche Statement-Videos zu machen, sondern schön bei Zeug bleiben, das mit Corona so überhaupt nichts zu tun hat. Dann klappt's. Ja, und in diesem Zusammenhang wollte ich mich dann auch nochmal ganz herzlich bedanken bei ohnehin meinen Patreons natürlich. Patreons heißt ihr. Ja, das ist immer das blödes Wort. Aber nichtsdestotrotz, ohne euch hätten wir tatsächlich Probleme. Daher vielen, 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 vielen herzlichen Dank nach wie vor nochmal. Ich hatte schon mal zwischendurch irgendwann mal ein bisschen, aber im Grunde müsste ich jeden Tag, dann würde ich euch allerdings auf den Sack gehen, also lasse ich es. Aber eigentlich müsste ich wirklich jeden Tag Danke sagen, jetzt gerade zur Zeit. Das ist also, ja, es wäre schwierig, wenn es euch nicht gäbe, da es euch ja eben entsprechend gibt, geht's. Ne? So. Das also das ganz fette Dankeschön. Ein weiteres ebenfalls sehr fettes Dankeschön möchte ich dann gerne nochmal all den Zuschauern aussprechen. Und jetzt kriege ich bestimmt wieder auf den Keks, weil ich eben nicht sage, ich habe all meine Zuschauer gleich lieb. Die, mit denen ich Geld verdiene und die, mit denen ich kein Geld verdiene, gleich lieb. Lasst uns alle die nächste Buche umarmen. Er ist zu weit weg. So weit laufe ich jetzt nicht. Das ist halt einfach, ich meine, das kann man sagen, in meinem Fall, es wäre gelogen. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Ich meine, wir leben hier alle irgendwo zum Teil von unserer Internetpräsenz. Ja, also da bin ich nicht der Einzige, da gibt es viele von uns. Ihr werdet noch andere wie mich entsprechend gucken und deren Zeug schauen. Und ja, ich halte es einfach für geheuchelt, wenn man so tut, als sei einem das egal. So. Und im Rahmen dessen möchte ich mich eben besonders bedanken bei denjenigen, die wahlweise die Werbung über sich ergehen lassen oder zumindest hin und wieder mal oder zumindest Teile davon. Das ist inzwischen doch noch viel lukrativer, als ich es jemals erwartet hatte. Ich habe ja mal versprochen, ich mache dann irgendwann mal ein Update, wie viel ich denn nun einnehme. 500-600, sowas um den Dreh, genaue Zahl, kommt auch noch. Ja. Das Problem ist nur, als ich mein erstes, was nimmt man denn mit YouTube-Werbung ein, Video gemacht habe, da hatte ich noch nicht das Kleingedruckte so genau gelesen und bin davon ausgegangen, da es viele Videos in diesem Stil gibt, dass das schon in Ordnung sein wird, ein Video in dieser Richtung zu machen. Streng genommen steht allerdings im Kleingedruckten vom YouTube-Partnervertrag, also man ist ja YouTube-Partner, wenn man da eben bei den Werbeeinnahmen was abbekommt. Und streng genommen steht da drin, dass man keine Details verraten darf, wie jetzt exakt da aufgeschlüsselt ist, wie viel Prozent von was man bekommt und was ein CPM und ein was auch immer ist. Also jedenfalls
gibt es da so lustige Zahlen, die man eigentlich nicht verraten soll. Und deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen am Überlegen, wie ich denn am blödesten da ein weiteres... Die genaue Summe darf man verraten, das steht da so drin, das darf man schon. Aber wie ich das jetzt genau aufdrösel, wenn ich das nochmal euch erzählen möchte, und das möchte ich, das habe ich ja auch versprochen, muss ich mich nochmal schlau machen. Was da denn am ehesten noch den Nutzerbedingungen entspricht. Auch wenn das YouTube völlig egal zu sein scheint, weil es eben viele solche Videos gibt, die in keinster Weise nicht mal demonetarisiert oder sonst was sind. Ich weiß es nicht. Na? Aber es ist schon ein Sümmchen, das sehr hilfreich ist. Sehr, sehr hilfreich. Und dank einem hervorragenden Tipp, das wird er jetzt nicht gucken, vom Max Cameo, der war mal bei einer Führung von mir dabei und hat auch einen sehr interessanten, mal einen ganz anderen als meinen, aber einen sehr, sehr interessanten YouTube-Kanal. Und das fand ich auch wahnsinnig spannend, dass so ein doch aus einem ganz anderen Hintergrund als ich kommender Mensch bei mir in meiner Führung dabei war. Und wir haben uns auch ein bisschen eben über unsere YouTube-Kanäle unterhalten. Ja, natürlich viel mehr, aber ja, ganz andere Kategorie selbstverständlich als ich. Aber das war schon hochspannend und der hat mir eben den Tipp gegeben, das ist jetzt nicht der alleinige Auslöser gewesen, da waren schon Videos zu abgedreht und das war schon alles geplant, ja. Aber trotzdem hat er mir den Tipp gegeben, dass wenn ich im Dezember schön viel Aufrufe generiere, dann bleibt eben das Geld, das du pro so und so viel Aufrufe bekommst, auf einem hohen Niveau. Und normalerweise sackt das nämlich im Januar und Februar zusammen und du kriegst fast nichts. Es gibt da auch schöne Beispiele von anderen Kanälen, die eben auch ihre Zahlen veröffentlicht haben, die dann eben darauf hinweisen, dass sie quasi nichts verdient haben im Januar und Februar, besonders im Februar, und die Einnahmen völlig zusammengebrochen sind. Das ist bei mir nicht passiert, das ist auch gut so. und das war eben vielleicht auch wegen eben diesem Tipp, dass ich im Dezember möglichst viel Aufrufe generiere, damit YouTube weiß, du bist ein verlässlicher Werbepartner in Anführungszeichen. Ne? Bin ich wohl wirklich, es wird auch kaum mal was demonetarisiert bei mir. Inzwischen darf ich auch selber angeben, ob ein Video meiner Meinung nach für die Monetarisierung geeignet ist. Also ihr werdet das vielleicht mitbekommen haben, muss ich kurz noch Hintergründe rauskramen. Ja, roter Faden ist heute egal, gibt es heute nicht. Nämlich, normalerweise ist ja ein Video nur dann so, dass da Werbung, generelle Werbung drunter läuft, wenn man da nicht irgendwelche super kontroversen Themen wie, weiß ich nicht, werbeunfreundliche Sachen, Krieg, Selbstmord, übertriebene Gewalt, Kindesmissbrauch, thematisiert wohlgemerkt, ja. Muss man, wenn man es darstellt, ist ohnehin, gegebenenfalls ohnehin illegal, aber auch wenn man so sehr kontroverse Dinge darstellt und es noch nicht illegal ist, dann wird das sehr gerne mal demonetarisiert, weil halt eben niemand, der Werbung vor einem YouTube-Video schaltet, mit einem Video in Verbindung gebracht werden möchte, wo... Hunde gequält werden, meinetwegen, ja. Und daher so Themen eben wie Tierquälerei und Auseinandersetzen eben mit Tod, mit gefährlichen Sachen oder auch wenn jemand irgendwelche super gefährlichen Dinge vormacht und irgendwelche Wolkenkratzer hochklettert an irgendeiner Fahnenmast und dann irgendwie da hängt und Panorama über die ganze Stadt. Also was ist nicht werbefreundlich, weil wenn es zum Nachmachen anregen würde, dann gäbe es ein Problem und das will man dann nicht und da wird das Video dann schnell demonetarisiert. Inzwischen ist es so, bisher hat es der Algorithmus immer selber gemacht. Jetzt hat YouTube beschlossen, es sei eine gute Idee, dass der Creator erstmal angibt, was er denn meint, ob sein Video werbefreundlich ist. Und wenn er meint, es ist es nicht oder nur eingeschränkt, dann hat es ein paar Möglichkeiten anzuklicken, was denn hier gerade nicht ganz so koscher ist. In meinem Fall zum Beispiel, manchmal muss ich anklicken, vulgäre Sprache, wenn ich ein paar Mal zu oft Scheiße drin habe. Ja. Meistens springt der Algorithmus wegen Scheiße nicht an, aber Scheiße ist halt trotzdem ein Wort, das in der Liste der bösen Worte, die du nach Möglichkeit nicht nennen sollst, drinstehst. Es gibt ja Videos, da komme ich ohne Scheiße aus. Es gibt auch Videos, da brauche ich es hin und wieder mal. Das F-Wort beispielsweise, das als amerikanisches Unternehmen mag YouTube gar nicht. Da wird man dann relativ schnell demonetarisiert, wenn man das F-Wort ein bisschen zu sehr verwendet. Tatsächlich taucht das aber in meinem persönlichen Wortschatz so gut wie nie auf. Da muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass ich das nicht sage. Habe ich nie eingesehen, warum das ein besonders nützliches Wort sein soll. Hingegen
Exkremente in verschiedenen Formen, die kommen mir schon mal hin und wieder über die Lippen, wer das noch nicht mitbekommen haben sollte. Ja, aber das sind dann so Fälle. So, aber egal. Jedenfalls, solange das Video monetarisiert ist, kriegt man dann ja eben einen Anteil der Einnahmen von der Werbung, die vorne dran läuft. Und wenn die dann eben entsprechend immer zuverlässig läuft und man zuverlässig nur Videos macht, die immer schön monetarisiert werden dürfen und man auch immer selber eben angibt, YouTube, ihr könnt das gerne monetarisieren, da ist nichts Böses drin, garantiere ich euch. Dann kriegt man dann nach und nach, Gerüchten zufolge, als verlässlicher Werbepartner auch ein bisschen mehr Kohle. Ne? Beziehungsweise für die bei mir werbenden Unternehmen, ich habe ja keine Ahnung, was ihr da seht, das ist ja immer auf euch zugeschnitten. Ich habe keinen Schimmer, was für eine Werbung ihr kriegt, wenn ihr die anguckt. Da ist es dann so, dass eben die mich als verlässlichen Werbepartner ansehen, weil bei mir selten, und wenn doch, dann kennzeichne ich es entsprechend, irgendwas im Video ist, was jetzt ethisch-moralisch verwerflich wäre. Ja, abgesehen von, naja, hin und wieder vielleicht mal. Aber dann ist es gut versteckt. Und wird nicht von den Werbetreibenden als ethisch-moralisch verwerflich angesehen. Ja. Ja, ja, gut, und das führt uns zurück zu dem Punkt, wo ihr eben dankenswerterweise meine Werbung guckt und dadurch verdiene ich dann eben Geld und das ist jetzt nicht so sehr eingebrochen, wie es hätte einbrechen können und da bin ich eben auch sehr dankbar, eben jetzt, was sich nachträglich jetzt wirklich herausgestellt hat, für eben den Tipp, dass ich im Dezember möglichst viele Aufrufe generieren muss, das hat geklappt. Im Dezember haben wir auch wirklich ordentlich, das weiß ich nicht mehr, das waren glaube ich 700 Euro oder was, an Werbeeinnahmen gemacht. Das heißt auf gut Deutsch, was ursprünglich mal als Urlaubskasse geplant war, so ich nehme das Geld noch mit, ist jetzt das, was uns auch maßgeblich weiterhin durch Corona hilft. Ja? Also deshalb auch die Einführung eben mit der ganz kleinen roten Faden, so einen Hauch davon gibt es dann doch, eben die Einführung mit dem situationsbedingten Problem mit Corona. Auch diejenigen von euch, die eben die Werbung bei mir ein bisschen mehr gucken und vielleicht auch nicht sofort wegklicken und wenn doch, ist auch in Ordnung. Allein schon, wenn ihr den Adblocker nicht anhabt, kriege ich irgendwas. Ich kann euch nicht sagen, wie viel ich kriege, ja, weiß ich selber nicht, aber irgendwas kriege ich und das ist eben gar nicht mal so wenig. Und das hilft mir sehr, sehr, sehr und daher vielen, vielen herzlichen Dank also an all diejenigen, die eben sich diesen ganzen Schrott an Werbung, es ist ja grauenvoll, ne? Ich bin ja voll und ganz auch der Meinung, dass das furchtbar ist. Ich gucke es bei den Leuten, die ich gucke, zwar auch immer mit. Manchmal nehme ich es ihnen dann übel, wenn sie zu viel Werbung zwischendrin haben. Ich hasse das ja, wenn das Video von Werbung unterbrochen wird, außer man pausiert selber und guckt dann später weiter, dann darf noch mal eine kommen, das stört mich dann auch nicht, dann bin ich ja sowieso schon raus. Das ist bei mir ja auch so, habe ich mir sagen lassen. Ich kann das immer selber so schwer beurteilen, aber ich glaube, wenn ihr ein langes Video mal eine Pause macht und geht, keine Ahnung, euch ein Brot schmieren und kommt wieder und guckt weiter oder hört weiter zu oder wie auch immer ihr das macht, das bleibt ihr euch überlassen. Dann läuft möglicherweise noch mal eine Werbung. An der verdiene ich dann noch mal was. Und daher, das war auch mal eine Zeit lang die Überlegung, ob es nicht lukrativer wäre, so geldtechnisch, nur noch super kurze Videos rauszuhauen. Ich mache in letzter Zeit mal hin und wieder mal häufiger ein kurzes, einfach weil ein Thema halt mal auch in einem kürzeren Zusammenhang erklärbar ist. Nicht, weil ich unbedingt jetzt lieber kurze Videos mache, das ist jetzt nicht so. Aber man denkt halt eine Zeit lang, hat man gedacht, auch meine Frau war da kurz der Meinung, es wäre lukrativer, eben mehr kurze Videos rauszukloppen, weil ich ja immer nur eine Werbung vorne dran und gegebenenfalls, weiß ich gar nicht, ob da hinten noch was kommt. Also theoretisch könnte vorstellbar, dass hinten noch was kommt, sein. Ob das wirklich passiert, ist nochmal eine andere Frage, egal. Jedenfalls, je mehr Videos, je kürzer, desto häufiger guckt ihr, wenn ihr mehrere Videos hintereinander guckt, entsprechend eine Werbung. So war die Überlegung. Ist aber tatsächlich gar nicht unbedingt so, weil ein 3-Stunden-Video guckt niemand am Stück. Und dadurch, dass dann halt mal zwischendurch pausiert wird und dann nochmal eine Werbung kommt, habe ich für ein 3-Stunden-Video, je nachdem wie viel pausiert und wieder eingestiegen wird, auch mehrfach die Werbeeinnahmen drin. Also das zeigt inzwischen auch die Statistik, dass das also auch alles kein Problem ist. Also auch da wieder vielen, vielen, vielen herzlichen Dank eben, dass ja, es ist halt wirklich extrem notwendig, schlicht und ergreifend und hilft mir außerordentlich, wenn ihr das über euch ergehen lasst bei meinen Sachen. Das ist einfach ganz großartig. Dann nochmal ein separates Dankeschön für die kleine, aber wichtige Gruppe der YouTube-Premium-Menschen, die eben Bezahl-YouTube haben, dass sie keine Werbung sehen.
dafür aber einen kleinen Obolus für die Werbefreiheit sozusagen abdrücken. Und von diesem Obolus bekomme ich dann einen signifikanten Anteil, je nachdem wie viel Zeit ihr auf meinem Kanal verbringt. Und bei vielen von euch, das, auch das sagt die Statistik nicht genau, aber ich kann mir das nur erklären, dass viele von euch dann wohl ziemlich viel Zeit auf meinem Kanal verbringen. Und deswegen kriege ich einen prozentual relativ hohen Anteil von eurem YouTube Premium, ich weiß gar nicht, was das kostet, Beitrag. Und auch das ist dann schon auch durchaus ein Sümmchen im Anteil der Gesamteinnahmen, das hilft. Ja, also auch da nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. So, und zuletzt, natürlich bin ich auch jedem anderen, der meinen Kram guckt, dankbar. Das füttert immerhin mal den Algorithmus, ja, und sorgt natürlich dafür, dass das Video dann gegebenenfalls häufiger vorgeschlagen wird und. Und das hilft mir auch irgendwo. Und wenn es euch interessiert, dann freue ich mich natürlich auch einfach übers Interesse und übers angeschaut werden. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich halt einfach menschlich, weil das, was ich tue, jemandem gefallen hat. Ne? Das ist ja auch so. Ist ja nicht so, dass ich da jetzt nur noch die Dollarzeichenbrille irgendwie auf hätte, in keinster Weise. Das freut mich dann natürlich auch außerordentlich. Aber ich hoffe, es ist menschlich nachvollziehbar, dass diejenigen, die eben derzeit fürs Einkommen sorgen, weil Waldführung ist halt nicht, ein besonderes Dankeschön bekommen. Hoffentlich nachvollziehbar. So, und dann habe ich jetzt 40.000 Abonnenten. Also manchmal denke ich mir, das ist ja im Grunde vollkommen egal. Aber dann gibt es wieder so Momente, da kommt dann schon so ein kleines bisschen, auch wenn ich das eigentlich nicht möchte, ja, Stolz kann man es, glaube ich, nennen, durch, weil wenn ich mir dann angucke, dass irgendwelche super High-Value produzierten Kanäle mit öffentlich-rechtlicher Unterstützung, da gibt es ja auch welche, die richtig viele Aufrufe haben und richtig viele Abonnenten gibt es auch, aber auch viele eben öffentlich-rechtliche unterstützte Kanäle, in Anführungszeichen, die weniger Abonnenten haben als ich. Trotz irre Produktionsaufwand, trotz fetten Team dahinter und nicht ein Ein-Mann-Betrieb wie ich und trotzdem teilweise deutlich weniger Abonnenten als ich, und die gibt es manchmal auch schon ein Jahr. Ja? Gut, jetzt noch nicht 5 oder sowas, keine Ahnung, wie lange ich das schon mache. Seit 2015 mindestens, also ja. Also mindestens 6, ja, sind wir jetzt im 6. Jahr irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ja, irgendwo gibt es mein erstes Video. Nicht angucken, ist peinlich. Hab's aber nie gelöscht. Ja, egal. Aber das gibt einem dann schon zu denken, ja? Das gibt einem wirklich zu denken. Mir war ja schon immer irgendwie klar, dass ich wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werde, jemals normale Größen eines Kanals, von dessen Einnahmen man so richtig leben kann, das werde ich niemals erreichen. Auch bin ich heute auch davon überzeugt. Ja, die meisten Kanäle, kannst du grob sagen, wenn du von YouTube-Einnahmen, sagen wir mal, ansatzweise leben möchtest, dann brauchst du halt 150.000 Abonnenten oder solche Späße. Aber das kommt halt, und das ist inzwischen mir auch klar geworden und ich denke auch vielen anderen YouTubern langsam klar geworden, dass man auch als Mikroinfluencer, je nachdem wie sehr man sich da der Werbeindustrie hingibt, ziemlich gutes Geld verdienen kann, weil man dann zwar nur für eine kleine Zahl, vergleichsweise kleine Zahl an Personen interessant ist, dafür für die dann aber etwas mehr. Und ist eben, naja, ein 40-jähriger Waldfan, der guckt halt nicht Bibis Beauty Palace. Ja? Den erreicht man mit Bibis Beauty Palace halt nicht. Und im Gegensatz zu einem 12-jährigen Mädel, was Bibis Beauty Palace anguckt, hat ein 40-jähriger Waldfan gegebenenfalls ein bisschen Geld auszugeben, um sich das neue Ben Survival Messer zu kaufen. Nein, wird es nie geben. Garantiert nicht. Aber ja, das ist halt so ein bisschen der Hintergrund. Das hat mich schon überrascht. Das gibt mir schon wirklich nach wie vor zu denken und macht mich irgendwo wirklich ein bisschen stolz, dass diese YouTube-Einnahmen trotz meines popelig kleinen Kanals, so im internationalen Kontext, ja, ist ja immer noch popelig klein, dass es da doch Geld gibt, was eine Rolle spielt, trotz eben nur dieser geringen Abonnentenzahlen. Und auch meine Aufrufe, die hauen jetzt niemanden aus den Socken, bis auf wenige Videos. Zum Beispiel neulich bin ich halb aus dem Bürostuhl gekippt, als ich gesehen habe, wie viele Aufrufe inzwischen mein erstes Kurzwissen, wenn der Wolf kommt,
Video. Da bin ich auch überhaupt nicht stolz drauf. Das ist oft so. Diese blöden alten Dinger, mit denen man gar nicht mehr zufrieden ist heutzutage, die haben Aufrufe. Ja, das hat über 200.000 Aufrufe. Irre, irre. Ja, hätte nie gedacht ursprünglich, dass ich jemals irgendein Video produziere, dass das in diesem Bereich irgendwie Aufrufe generiert. Dadurch kommt natürlich dann auch noch einiges an Kohle rein von diesen richtig oft geklickten Videos. Die werden ja auch noch weiter geschaut und die generieren eigentlich bis in alle Ewigkeit ein bisschen Geld. Man kriegt immer eine Liste von lukrativen Videos, die einem gerade viel eingebracht haben. Und da ist dann immer noch irgend so ein alter Klassiker in Anführungszeichen dabei, weil der nach wie vor kontinuierlich noch ein bisschen was abwirft. Ein böser Teil von mir denkt sich dann, scheiße, die ersten 150.000 Aufrufe oder was gab's für Umme. Aber andererseits, das war schon richtig so. Naja, ich bereue da wirklich nichts, dass die meiste Zeit mein Kanal wirklich nicht monetarisiert gewesen ist, dass ich es jetzt machen musste. Das ist jetzt rückwirkend auch die richtige Entscheidung gewesen und ich bereue das auch nicht mehr und schäme mich da auch nicht mehr für. Das ist vorbei. Ich finde gut, dass es lange gedauert hat, bis ich es gemacht habe. Aber ich kann mich inzwischen da wirklich von meinem Gewissen her damit anfreunden, dass das jetzt doch eben stattgefunden hat. Und gerade jetzt dadurch, dass Corona jetzt noch da ist, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil sonst weiß ich nicht. Ja, habe ich keine Antwort drauf, was ich sonst jetzt tun würde. Jedenfalls hätte ich ein Problem. Ja, so viel kann ich schon mal sagen. Jo! Ja, also 40.000 Abos, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Gerade besonders an die Leute, die schon seit Jahren zuschauen. Das sind viele, das sind wirklich, wirklich viele. Also es kommen ja natürlich auch neue Abonnenten dazu, selbstverständlich. Nach und nach, hier und da tröpfelt mal dann nochmal einer ein. Dann gab es mal eine Phase, da waren es mal wieder ein paar mehr. Aber es sind wirklich ganz, ganz viele, die auch aktiv noch zuschauen, die auch noch Kommentare schreiben. Nicht, dass ihr Kommentare schreiben müsst, wirklich nicht. Ja, also das ist mir auch nochmal wichtig, das sage ich auch häufiger. Und habe ich bestimmt schon mal gesagt. Fällt euch bestimmt auch ein Beispiel ein, wo ich das schon mal gesagt habe. Aber niemand muss sich bitte genötigt fühlen, einen Kommentar dazulassen. Selbstverständlich habt ihr das Recht, auch nichts zu sagen zu haben. Selbstverständlich. Ja. Ich freue mich zwar über ein kleines Dankeschön-Kommentärchen, wo nichts weiter drin steht als das. Das freue ich mich schon drüber. Aber ich kann auch verstehen, das muss auch nicht sein. Ja. Das muss auch wirklich, wirklich, wirklich nicht sein. In esoterischen Momenten, die bei mir zwar nicht häufig, aber hin und wieder dann doch mal vorkommen, so kleine, ganz kleine. Ne? Nicht, dass ich jetzt anfange, der Wissenschaft untreu zu werden oder so. Aber da habe ich dann schon auch gerne das Gefühl, manchmal hin und wieder ein bisschen, dass auch wenn mal nicht so viele Kommentare unter einem Video stehen, die Zahl der Leute, denen das jetzt weitergeholfen hat, doch deutlich größer sein dürfte, als das, was da steht. Ne? Ich habe auch nach wie vor, das kann man auch sehen in der Statistik, viele Zuschauer, die gar nicht groß YouTube überhaupt einen eigenen Account haben, die also gar nicht kommentieren können, weil sie Google verständlicherweise nicht ihre Daten preisgeben wollen. Das habe ich größtes Verständnis und größten Respekt vor. Bei mir war das halt einfach keine Option. Wenn du einen YouTube-Kanal haben willst, dann musst du halt. Wenn du das Ganze legal machen möchtest und dann auch noch wirklich als ich habe ja kein Gewerbe, ich bin freiberuflich, aber als eben jemand, der davon auch lebt, dann musst du auch ein Impressum haben und solche Späße. Ja. Und das ist halt nun mal in Deutschland so. Ich finde das grundsätzlich auch richtig, selbst wenn ich zu den Leidtragenden gehöre, bringt natürlich in unserer heutigen modernen Zeit das Risiko mit sich, dass dann halt auch Leute, die einem Böses wollen, meine Adresse kennen. Oder sie zumindest sehr leicht rausfinden können, wenn sie mal auf Impressum klicken. Steht in jedem Video unten irgendwo in der Beschreibung der Link. Ja, irgendwas ist halt immer, ne? Aber ist auch, ich finde es aber auch wirklich wichtig, dass ich namentlich hinter dem, was ich hier tue, auch stehe und ich auch auf notfalls sogar wirklich Briefwege, wird ja auch gerne mal von euch durchaus in Anspruch genommen, auch dafür vielen Dank natürlich nochmal. Wenn weiterhin Themenwünsche bestehen, ihr wisst ja, ich notiere es mir und komme so bald drauf zurück, wie möglich ist. Vielleicht noch ein ganz kleines Jammer am Schluss, weil ich bin Deutscher, Jammern gehört bei uns zum Nationalsport, wissen wir ja alle, ne? Meine Produktivität könnte besser sein. Dadurch, dass es eben, ich habe ja eingangs auch schon mal so ein bisschen erwähnt, es gibt gute Tage, es gibt weniger gute Tage. Heute, wie gesagt, ist ein besserer. Mir macht diese Corona-Geschichte schon wirklich zu schaffen, im Sinne von, es ist nicht so, dass ich jetzt professionelle Hilfe irgendwie in Anspruch nehmen müsste oder sowas. Aber es schlägt mir manchmal schon derart aufs Gemüt und geht mir so sehr auf den Keks,
dass ich mich einfach auch nicht so konzentrieren kann, dass ich ein brauchbares Video zustande bringe. Weil ich kann mich ja nicht hier hinhocken und alle Scheiße da buche. Das hilft ja auch niemandem weiter. Und das ist so ein bisschen das, was vielleicht der Video-Output auch nicht so hoch ist, wie er sein könnte. Und ich habe die gleichen Qualitätsstandards wie sonst auch. Und daher hat es in letzter Zeit häufiger mal Ausschussware gegeben. Also gedrehtes, angefangen zu schneiden, vorher schon nicht ganz zufrieden gewesen und Papierkorb, ne? Also digital. Und ja, deswegen, es würde eigentlich mehr geben, weil ich ja auch zurzeit nichts anderes groß tun kann, außer Videos und mich eben weiterbilden. Das mache ich auch noch verstärkt. Da geht natürlich auch noch viel Zeit drauf. Aber ja, es würde mehr geben, wenn. Ich hoffe, es wird jetzt demnächst wieder besser. Ja, und dann ist auch hoffentlich die Produktivität wieder eine andere. Und dann gibt es sicherlich auch zack, 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 zack. Wobei, ihr müsst das ja auch noch gucken können. Ne? Also wenn ich jetzt täglich eine Stunde was erzähle, da hat auch keiner was davon. Ja. Gut, ja, die Sonne steht tiefer und ich krieg Hunger. Prima Zeit zum Nachhausegehen und damit wünsche ich euch dann einen schönen Abend, vermutlich. Ne? Ihr guckt ja nach wie vor bevorzugt um die Uhrzeit, wo ich jetzt auch nach Hause gehe. Also jetzt ist 10 vor 7 oder so. Ne, 10 nach 7. Ja, 10 nach 7. Das ist so, um die Uhrzeit wird angefangen, mein Zeug zu gucken, traditionell. Also auch vielleicht noch dieser kleinen Einblick in die Statistik. Übrigens noch weitere Projekte für die Zukunft. Ich kann schon mal anteasern, ich habe da so ein bisschen was in Sachen Grundlagenwissen, Biologie geplant. Ja, ist noch nicht ganz spruchreif und braucht noch etwas Vorbereitung und noch etwas, aber da kommt noch sowas in die Richtung. Aber jetzt wirklich genug und nochmal Dankeschön und wie gesagt, das war jetzt ein sinnloses und nicht besonders notwendig, ja doch, notwendig schon, aber vielleicht nicht besonders hilfreiches Video. Macht's gut!